Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier bei euren Amüsiertabletten und in eurer Schrauberwerkstatt des Vertrauens. Ich suche mal einen Auftrag, der relativ einfach ist. Schalten ist sehr müßig. Bremseinrichtungen müssen. Ja, irgendwas Leichtes, womit wir eben mal schnell auf das neue Level kommen. Einfach um dann sozusagen mal da drauf zu gucken, was da mit der Motorhaube passiert. Naja. Auto bewegen, auf die Hebebühne. Einmal hoch mit dir. Dass wir dich einmal untersuchen können. Ja gut, das sehe ich schon von hier, dass der Bremssattel nicht gut ist. Bremsscheibe, okay, nee, hier scheint es kein... Ach, Moment. Wir müssen ja alles ein bisschen hier kontrollieren, ne? Bremssattel, Bremsklötze, Bremsscheibe, die ist im Eimer. So, die sieht auch nicht besser aus hier. Machen wir erstmal Bremssattel, Bremsklötze, belüftete Bremsscheibe. Okay, also hier müssen wir auch ran. So, und dann haben wir noch das hier. Bremssattel, Bremsklötze, belüftete Bremsscheibe. Okay, also wir müssten rein theoretisch jetzt alles gefunden haben, nämlich hier die beiden Bremsklötze. Und die eine Bremsscheibe. Da müssen wir jetzt hier erstmal ran. Also mein Bremssattel runter. Und hier den Bremsklotz. Und dann müssen wir da hinten hin. So, und hier war es auch der Bremssattel, alles klar. Der Bremsklotz. Sorry. Dann meine ich natürlich den Bremsklotz. So, und was war es jetzt hinten für eine beschissene Sache? Hinten war es der... was war es? Hier die Bremsscheibe, wenn ich mich nicht irre. Ja. Alles klar. Hallo. Ich will dich auseinandernehmen. Lass dich auseinandernehmen. Please. So, Bremssattel. Bremsklötze, Bremsscheibe. So, das Einfache daran ist, dass wir jetzt einfach nur nach Brems gucken müssen. Und dann haben wir hier auch schon den Levelaufstieg gehabt. Das ist also alles easy. Bremsklötze brauchen wir 2. Und eine Bremsscheibe einmal. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was uns hier richtig geil dieses Geld in die Kasse spült, aber immerhin. Bremssattel. Zum Glück habe ich mal genommen, dass ich schneller schrauben kann, ey. Bin ich jetzt im Endeffekt doch ganz glücklich drüber. So, hier kommen die neuen Bremsklötze drauf. So, neuer Reif, also neuer Reifen, der alte Reifen drauf. Hier sieht jetzt zwar das Ding auch nicht so original aus, die Bremsscheibe, aber hey. Das sieht jetzt nur so aus. Es wurde uns nicht als defekt angezeigt. Dann ist dem so. Dann ist das auch nicht defekt. Egal wie die aussieht. So, das war's auch schon. Erledigt. Auf Wiedersehen. So, Geld haben wir gekriegt. Jetzt geht es darum, dass wir hier im Werkzeugkasten uns nochmal was aussuchen. Und zwar haben wir irgendwo... Ach so. Der Benzindruckregler. Die Zufuhr von Kraftstoff. Das sind wir Profiltiefenmesser. Ist ja blöd.
Jetzt mal ernsthaft, das, was ich haben wollte, das habe ich ja gar nicht. Das ist ja blöd. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das mit den Reparatursachen aussieht, ob ich das wirklich brauche für die Reparatur. Oder ob ich einfach sage, mehr Gehalt, aber mehr Gehalt ist ja nicht das, worauf ich achten müsste. Also mal ganz ehrlich. Ach, machen wir hier mal die Reparatur. Nehmen wir die Reparatur. Und dann ist gut. Den einmal zurücksetzen. Bis 55%. Haben wir denn überhaupt irgendwas, was wir reparieren können? Okay, jetzt habe ich theoretisch ja eine ganze Menge Kram, ne? Unserer Querlenker, da habe ich ein paar Sachen. Kann man einfach mal den Müll verkaufen? Ach, weißt du, wisst ihr was? Sauberes Lager für alle. Scheiß drauf. So, was haben wir denn noch an Aufträgen? Wir haben jetzt 6 tendierende Aufträge. Hallo, ich bin es wieder. Ich glaube, dass der Wochenendtrip zu viel war. Vor allem für meinen Wagen. Ich habe mich ein wenig informiert und mit den Leuten vom Autohaus gesprochen. Bitte machen Sie diesen Wagen wieder fahrtauglich. Ach ja, im Autohaus meinten Sie, dass ich nicht die richtigen Reifen drauf hatte. Setzen Sie bitte Offroad-Reifen drauf. In 2 Wochen fahren wir nach Sibirien. Offroad-Reifen? Olsen Grand Club und dann Offroad-Reifen drauf. Das stimmt mit dir eigentlich nicht. Hier ist eine Ersatzteilliste. Das heißt, wir müssen das nur ersetzen. Okay. Ah, ich höre Lärm beim Beschleunigen. Nehmen wir erstmal das. Wir machen mal so einen kleinen Krimperkram heute. Mal wieder. Sag ich mal. So, nein. Erstmal auf die Hebebühne. Dann gucken wir mal, wie viele Teile wir finden müssen. 3. Und ich kann mir vorstellen, dass viele davon hier unten sind. Ja. 1, 2. Das wird es nicht sein. Der Katalysator, das Flammrohr. Und wo geht das hin? Das geht dann hier in den Turbolader. Gaskrümmer. Vordere Antriebswelle. Vordere Antriebswelle. Prüfen wir mal alles durch. Querlenker. Vordere Achsträger. Okay. Also erstmal kann man den Auspuff ausbauen. Das denke ich mal. Endschalldämpfer R4 und der Auspuff. Und der Katalysator kann da raus. Weil der war es nämlich. Das waren die 3 Teile. Katalysator, Auspuff, Endschalldämpfer. Katalysator. Endschalldämpfer. Ich glaube, es war der R4. Auspuff. So, einbauen. Katalysator neu. Auspuff neu und der Endschalldämpfer R4 neu. Zack, das war's. Lutscher, weg das Ding. Geld gemacht, Erfahrung gesammelt. Nächster leichter Auftrag, bitte. Ist schwer, das Auto zu steuern mit einer Ersatzteilliste, alles klar. So machen wir das. Dann wird das sicherlich an der Aufhängung liegen. Hier Auto bewegen, ab auf die Hebebühne. Und zack. Muss mal im Prüfungsmodus gehen. Was soll denn gewechselt werden? Stabilisator, Koppelstange hinten. Ach Gottchen. Wo ist denn die Stabilisator, Koppelstange hinten? Hier.
Da müssen wir jetzt meinen ganzen Geländereifen für abmontieren. So, was brauche ich denn für den... Das war's schon. So, Stabilisator, Koppelstange hinten. Koppelstange hinten. Schrauben wir eben rein, schrauben den Reifen rein. Dann ist das gut. Mit diesem kleinen Vieh machen wir ein bisschen Geld nebenbei und können auch ein paar Erfahrungspunkte nebenbei kassieren. Und das geht halt einfach schnell, sage ich mal. Ne? Also wir verdienen was, wir kriegen auch relativ zügig Erfahrungspunkte rein, die wir dann nachher benutzen können, wenn wir denn entsprechend dabei sind, den ganzen Machen zu machen. Der Motor hat keine Leistung, das Auto geht nicht an. Ja. Kann ich mir vorstellen, woran das liegt. Da ist die Zündspule im Arsch. Und wisst ihr was? Da kann man mal das OBD-Diagnosegerät ranhalten, dann werden wir ganz schnell feststellen, was das ist. Der prüft ja jetzt die ganzen Sachen im Motor. Das sind die Zündspulen zweimal. Die werden wir beide ersetzen. Der Kraftstoffverteiler mit Sicherheit auch nicht ganz in Ordnung. Wenn die Benzindruckregler geprüft werden. Komm, dann machen wir mal hier. Benzindruckregler haben wir noch nicht. Gehen wir mal alles eben schnell durch hier an unseren schnellen Sachen teilen hier. Habt ihr gesehen, ne? Blablabla. Und dann eben schnell das elektronische Messgerät. Und es wird an dieser Zündverteilung liegen. Definitiv. Also machen wir uns nichts vor. Drosselklappe ist auch noch ein Poppes. Kraftstoffverteiler muss mal raus. Schindspule muss raus. So, da hinten die Drosselklappe. Ansaugstutzen. Der sieht auch nicht mehr original aus. Ja, wobei, das sieht eigentlich gut aus. Drosselklappe, Zündspule, Kraftstoffverteiler. Wo ist denn noch das Problem? Sieht doch alles halbwegs in Ordnung aus hier. Oder? Lichtmaschine. Oder? Bremskraftverstärker. Was kann man denn noch prüfen? Kann auf dem Diagnosefahrt geprüft werden. Luftfilterdeckel, Luftfilter. Der ist gut. Also ich sehe da jetzt auch nichts großartig, was jetzt irgendwie kaputt aussieht. Also ich gehe mal normal ran, gehe mal nochmal, guck nochmal von oben drauf. Aber eigentlich sieht das alles jetzt sonst ganz gut aus. So vom Motor her. Die Batterie könnte man mal prüfen. Ah ne, die haben wir schon. Kraftstofffilter. Sieht der denn abgeranzt aus? Ne. Wir können ja mal reingucken. Da sieht aber jetzt auch nichts irgendwie angefressen aus. Nee, eigentlich sieht das, wobei hier, wie sieht das denn mit dem Zahnriemen hier, Keilriemen hier los? Ja, geht aber. Steuergehäuse geht, Nocken sind alles okay, Nockenwelle ist auch okay. Das sieht auch alles heile aus. Ist vielleicht noch irgendwas anderes kaputt, was ich jetzt nicht gesehen habe. Pass mal auf, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen jetzt erstmal Zündspule, zweimal Drosselklappe. Also Zündspule. Da kaufen wir mal zwei von. Drosselklappe.
I3. Dann war da noch irgendwas im Eimer. Der Kraftstoffverteiler, alles klar. Kraftstoffverteiler. I3. Abgaskammer, Ansaugstutzen, Drosselklappe. Da, Kraftstoffverteiler I3. So, dann lasst uns das eben schnell anmontieren. Die Drosselklappe kommt dann halt neu dran. Die Zündspule kommt neu dran. Die Zündspule kommt neu dran. Und die war die alte. Kraftstoffverteiler kommt neu dran. Das kommt neu dran. So, dann müsste das Ding ja eigentlich sich bewegen lassen auf den Diagnosepfad. Dann schauen wir mal eben. Ob da noch irgendwo was anderes ist, Bremsen oder irgendwie sowas, was jetzt gerade wieder uns da den Spaß verdirbt. Oder ob da irgendwo was an der Aufhängung dran ist, was wir jetzt nicht gesehen haben. Sieht aus, als wäre da voll Bremsen links irgendwas. Wenn es natürlich darum geht, den Kraftstoff, weil das Auto springt nicht an, dann guckt man natürlich nicht nur, ja okay, kann man sagen, guckt man noch nach dem Bremsen, ne? Wenn es aber eben nicht der eigentliche Auftrag war, hätte man jetzt gesagt, komm hier, das Auto fährt wieder. Alles andere machen Folgeauftrag, du Nasenbär. Okay, das war's nicht. Oh, ey, also die Bremsen sind's nicht. Jetzt sag mir bloß nicht, dass du noch irgendwas am Auspuff hast. So, wir schieben das Fahrzeug mal in den Eingang vom Shop. Und drehen nochmal eine kurze Runde. Das ist ein Turbo-Variante. Uiuiuiui. Ganz krasses Ding. Gucken wir mal, wo das Problem liegt. Ob wir es damit identifizieren können oder ob wir jetzt Ratespielchen machen müssen. Gucken, wie der sich in die Kurven fährt. Wow! Alles klar. Da bin ich gerade abgehoben. Das war lustig. So, aber jetzt mal Spaß beiseite, ne? Bremsen. Gucken wir mal, ob wir jetzt da irgendwas Neues gefunden haben. Ansonsten muss ich echt gucken, was irgendwo beschädigt aussieht. Ob da irgendwo was dran ist, ob da irgendwo was an den Gummilagerbuchsen dran ist. Och, das ist ja jetzt ein bisschen ätzend. Kann man das wenigstens einblenden lassen? Nee, weil das Bauteil wurde ja nicht gefunden. Das Auto geht nicht an. Hier war eine Zündspule, da war eine Zündspule. Der Motor hat keine Leistung. Soll ich jetzt das ganze Ding auseinandernehmen oder was? Turbolader nochmal eben auseinandernehmen und gucken, ob da irgendwas drunter ist. Aber nee, eigentlich nicht. Also gut, wir gucken mal eben nochmal eben schnell auf den. Auf das Flammrohr, ob da irgendwas dran ist noch. Also sozusagen. Maschine. Wir gucken uns die ganzen Sachen nochmal eben an. Ich mache nur mal ganz kurz den Auspuff klar. Guck mal, ob da irgendwas noch mit irgendwie nicht korrekt ist, aber der sieht gut aus. Ja,
Nee, das ist alles easy. Das ist alles easy. Okay. Gut, dann lassen wir den nochmal runter. Und dann gehen wir nochmal an die Keilriemen dran, ob da vielleicht irgendwo was nicht in der Übertragung nicht richtig ist. Gucken uns die nochmal an, weil die haben wir uns natürlich nicht angeguckt. Wasserpumpe kann nach der Tragrolle. Keilriemen, Wellen, ne, Riemenspanner. Auch nicht. Die Ölwanne wird es nicht sein. Wasserpumpe. Zylinderkopf. Kraftstofffilter. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir alles nicht vorstellen. Anlasser. Ist in Ordnung. Schaltgetriebe ist in Ordnung. Die Ölwanne wird in Ordnung sein. Das kann es also nicht sein. Dann wollen wir mal anfangen, jetzt hier richtig auseinander zu rupfen. Dann rupfen... Moment. Doch, nee, dann rupfen wir den jetzt hier richtig auseinander. Wenn die das alle so wollen. Weil ich sehe den Fehler spontan nicht. Ist jetzt hier kein Bremskraftverstärker. Ist jetzt kein Teil dabei, wo ich jetzt sage, das sieht besonders kacke aus. Das ist jetzt besonders ätzend. Das ist jetzt besonders ätzend. Also auch wieder hier von den Sachen, von den Nockenwellenhauben, da ist auch, da sieht für mich auch nichts kaputt aus. Steuergehäuse. Ja, ich kann hier mal anfangen, noch auseinanderzubauen nebenbei. Das muss mit den Riemenspanner gemacht werden. Vielleicht ist ja irgendwie irgendein Gummilager Kacke. Deswegen nicht ganz richtig. Tragrolle. Wasserpumpe. Kann man alles mal rausnehmen. Alles raus. Lichtmaschine. Mal raus. Alles raus. Was ist denn hier mit dem... Ne, das haben wir ja auch geprüft. Zylinderkopf haben wir halt nicht geprüft, aber das wäre ja krass, wenn es jetzt nur daran läge. Dann lässt er... Ne, aber der sieht nicht kaputt aus. Der sieht einfach nicht kaputt aus. Lass uns mal das Steuergehäuse mal kurz auseinandernehmen. Ob da an der Seite irgendwas ist. Nee, nee, nee und nochmals nee. Nockenwellenhauben. Wir nehmen die jetzt alle raus. Ich baue hier alles auseinander. Luftfilter ist sauber. Ist alles sauber. Kraftstoffverteilung. Zündspulen raus. Die Zündkerzen raus. Die Nockenwelle raus. Thermostat. I3, das sieht auch gut aus. Einfach nur nö. Das sieht doch alles gut aus. Der ganze Motor, Kupplungsdruckplatte, Schaltgetriebe, Zugang vom Fahrwerk, von einem Wagenheber. Ich nehme den ganzen Motor auseinander. Wenn ich den Fehler nicht sehe. Ich sehe kein Bauteil, was hier irgendwie an den Defekt ist. Die Messungen haben nichts ergeben. Also müssen wir suchen. Jetzt muss ich echt die vordere Antriebswelle ausbauen. Alter. Das nimmt Züge an, die hätte ich jetzt nicht gedacht. Was hat denn die Antriebswelle jetzt für ein Problem? Ach ja, da muss auch noch der andere Reifen ab.
Stimmt, ja, Entschuldigung. Aber die Kühlung kann es ja auch nicht sein, oder? Das wäre jetzt äußerst peinlich. Sagen wir es mal so. Alter, ich verklick mich die ganze Zeit. So, jetzt mal ganz in Ruhe. Bremsklötze. Lüftete Bremsscheibe. Vordere Antriebswelle. Ah, das raus. So. Und jetzt Schaltgetriebe. Und das sieht doch, die Kupplungsdruckplatte sieht doch gut aus. Kupplungsdrucklager sieht doch gut aus. Kupplungsdruckplatte sieht gut aus. Kupplungsscheibe, Sprungrad, Kurbelwelle, geht so nicht raus. Weil, ich denke mal, dafür muss man den ganzen Motorblock entfernen. Ja, leckt's mich doch am Arsch. Ich finde das Bauteil nicht. Das wäre jetzt peinlich. Ach nee, war es nicht. Und der Treibstofftank zum Glück auch nicht. Ach Leute. Wo ist denn das Problem? Ich kann jetzt nicht den ganzen Motorblock ausbauen. Ist irgendwas Simples. Ich weiß es. Jetzt, wo ich alles auseinandergebaut habe, gehe ich davon aus, dass es irgendwas Beschissenes, Simples ist. Wobei eigentlich nicht mehr, jetzt so langsam, aber sicher. Das Luftfiltergehäuse? Ernsthaft? Boah. Ne, manchmal. Alles wieder zusammenbauen. Alles. Alles. Dann fangen wir an, wieder von unten alles zusammenzubauen. Ich sag dazu nichts. Außer, dass ich mich blöd angestellt habe. Das gebe ich zu. Ich gebe zu, dass ich zu wenig Ahnung von Autos habe, als dass ich darauf als erstes gekommen wäre. Auf das Luftfiltergehäuse. Ich dachte, es wäre irgendwas am Motor selbst, was irgendwie die Leistung reduziert und nicht irgendwie irgendein Scheiß. Also nicht so ein Scheiß. Von wegen schnelle Aufträge. Gucken wir mal an, wie lange jetzt die Folge dauert, ne? Runter mit dir. Ich werd verrückt, ey.
Ach ja. Wasserpumpe wieder rein. Lichtmaschine. Ob das in der Werkstatt manchmal auch so ist, dass die sich denken so, what the fuck? Also so manchmal zumindest, dass sie sich so denken, so, ich finde den Fehler nicht und daran ewig rumbasteln. Also ja, sowas muss es geben, ich weiß es. Aber Alter, jetzt mal wirklich, ne? Wir haben ja jetzt hier auch keine Physik betrieben, ne? Sich jede einzelne Nockenwelle auch hier wieder reinsetzen, ey. Ui, ui, ui. So, also wir haben gelernt, dass wir auch dann den Luftfiltergehäuse nicht ausschließen, wenn es darum geht, dass Motorleistung verringert ist. Das war jetzt eine ganz, ganz bittere Erfahrung, die wir dafür sammeln mussten. Die Erfahrung tat echt weh. Die Erfahrung hat uns nämlich sehr viel Zeit gekostet und das ist ja überhaupt gar nicht tragbar, wenn man mal überlegt, wie lange wir jetzt daran geschraubt haben. Ach ja, Zylinderkopfhaube drauf. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Kraftstoffverteiler drauf. Nee, aber sieht jetzt gut aus, glaube ich. Ach ja, Treibstofftrank. Nö, wieder den Wagenheber hoch. Treibstofftank und, was ganz wichtig ist, die Treibstoffpumpe. Diese verlorene Lebenszeit kommt nie wieder zurück. Egal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen beim harten Abnuben und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schraubt weiter. Bye, bye.